Hey Leute, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video. Heute machen wir mal wieder ein 3D-Stück-Video. Da seht ihr schon, dass der 3D-Stück fertig ist. Also, natürlich noch nicht angeschlossen. Warum nicht? Weil es eine Meme ist. Erstmal machen wir mal wieder das Kabel ran. So, jetzt blinkt. Na, es blinkt noch nicht. Aber jetzt blinkt er. So, erstmal warm lassen. Na, ah, es hat schon wieder so einen schönen Geruch. Erstmal wieder ein bisschen Platz machen. Warum nicht, ne? Also Leute, wie ich gesagt habe, ich habe gestern nicht gesagt, dass ich weitermale, aber ich habe es über der Nacht gemacht. So. So, hier. Ich habe es ein bisschen weiter gemalt. Und ja, heute kommt mal Schwarz dran. Wir machen heute den Boden hier. 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 Und hier. Und vielleicht machen wir Reifen dazu, aber das ist ein bisschen komisch geworden dazu. Und ja. So, erstmal packen wir natürlich wieder Farben aus. Ach, warte, wir machen das Licht anders. Wir machen das ein bisschen höher, dass ihr auch was seht. Die Lampe steht aber ganz schön schräg. So. Da haben wir unsere Farbenkiste. Heute nehmen wir Schwarz als Anfang gleich. Dafür packen wir die meisten Farben aus. Und natürlich hängen zwei Farben, nämlich Gold und Schwarz. Das mag ich absolut gar nicht. Dass ich Schwarz und Gold verhängt schon wieder. PLS geht raus. What the fuck? Jetzt leuchtet der schon grün, Alter. Wie schnell ist der denn der? Machen wir es auf der Art. Au. So. Jetzt können wir auch wieder die anderen Sachen reinpacken. Und zack, zack. Jetzt leuchtet der natürlich schon wieder grün. Also müssen wir ein bisschen hinne machen. Heute müssen wir ein bisschen wirklich hinne machen. Ansonsten, ja. So, ich mach kurz was, Leute. Dauert noch einen Moment. So. Denke ich, können wir anfangen, oder? Der Stift leuchtet ja grün. Und so, jetzt führen wir das das wieder ein. Na? Geht's? Müsste eigentlich. Okay, der hängt. Okay, machen wir gleich nochmal einen Versuch neu. Stellen wir ihn kurz hin. Gott, Alter, ich schmeiß den Stift immer fast weg, ey. So, machen wir nochmal einen neuen Versuch. Wir wollen heute eigentlich was erreichen, aber... Eigentlich wird es daraus gerade nichts, ne? Erstmal warten wir, bis Rot rauskommt. Schwarz meine ich. Ja. Ich hab da schon Klick gemacht.
So. Jetzt kommt Schwarz raus. Jetzt können wir ein bisschen malen schon. Mit Schwarz. So, jetzt haben wir schon mal hier das hier. Wenn wir hier machen noch. Warum muss natürlich an jeder Ecke kein Schwarz ran, ne? So, heute läuft es aber dem Stift ein bisschen besser. So merke ich gerade. So ist es auch gerade gefühlt. So, heute läuft es aber wirklich gut. Auch wenn das Auto jetzt ein bisschen schräg ist, aber naja, hier ist schon mal schwarz-schwarz. Das finde ich doch schon mal sehr gut. Mit dem Rot weiß ich noch nicht ganz, Leute, wie ich das Ganze machen soll. So, aber erstmal machen wir hier Schwarzrandung, warum nicht? So, jetzt haben wir schon mal zwei Sachen davon. Hier, hier, hier. Wenn man so einigermaßen sieht, aber naja, ich glaube nicht, dass man so doll sieht. Jetzt können wir ein X machen. So, jetzt riecht es wieder so ein bisschen nach der Farbe. So wie es ja üblich ist, ne? Machen wir hier nochmal ein bisschen nach. Manche Sachen muss man halt einfach nachmalen. Jetzt haben wir hier schon mal so ein bisschen automäßig halt. Und das sieht schon mal gut aus für uns. Also Auto würde ich das jetzt noch nicht nennen, aber naja. So, jetzt machen wir erstmal den Untergrund hier.
Die meisten Leute würden jetzt denken, der Kack ist doch einfach nur unstabil. Nein, Leute, so das, was ich jetzt hier mache, mit diesem Viereck und so, das hält sogar richtig gut. Wenn man sich dafür nicht blöd anstellt. Das gebe ich ganz ehrlich und offen zu, ne? So. Jetzt haben wir schon mal so einen leichten Unterboden, der ist auch echt stabil, das muss ich echt sagen jetzt. Heiß. Hahaha. ja. Wie machen wir am besten die Lichter, Leute? Ich habe dazu keine Idee gerade. Ha, das war heiß. So, wie machen wir es jetzt am besten? Ich habe so eine kleine Idee. So Leute, hier ist so vielleicht ein Licht. Das zweite Licht machen wir jetzt noch dazu. Auch wenn das jetzt Licht schwarz ist vielleicht, aber dafür kann ich jetzt nichts. Keiner kann dafür mal was. Und ja. So, die Lichter vorne so ein bisschen. Einigermaßen. Aua. So, die hinteren Lichter. Boah, wie machen wir die denn jetzt? Da habe ich auch schon mal eine Idee. Das wird so eine Art Nissan so ein Leichtbau. Und ja. Bei diesem Malen muss man sich ein bisschen konzentrieren. Also sorry, wenn dafür nicht so viel dafür sage. Sonst beim Zocken rede ich ja immer so viel. Aber heute am den Tag mal nicht so. Außerdem, ich bin heute gar nicht mal so gut gelaunt. So hätte ich es jetzt heute gedacht, dass es so so wie ein C aussieht. Nur halt so ein bisschen gedreht. Oh, jetzt klemmt das da auch noch. So. Erstmal machen wir damit weiter, genau.
dann sieht das Ganze schon mal ein bisschen besser aus nach einem Auto. Es gibt der YouTuber, also es gibt einen chinesischen, der hat so einen 3D-Stift seit keine Ahnung wie lange. Also er hat den YouTube-Kanal schon so lange. Und er macht halt so gut wie jeden Tag Videos mit einem 3D-Stift. Also der macht Steine reparieren mit einem 3D-Stift. Natürlich hat er auch eine Powerbank und ja. Auf jeden Fall ist ein 3D-Stift was Cooles, ja, aber ganz ehrlich, dazu sage ich nur eins, es kostet. Vor allem die Farben kosten was richtig. Also die Farben kosten erst recht richtig was. Und ja. Und ich mache es ja nicht nur aus Spaß hier. Mit dem 3D-Stift. Ich hoffe, wir brauchen nicht mehr so lange wie letztes Mal. Weil sonst wäre das echt, echt schade. Jetzt habe ich ein bisschen verkackt. Das ist nicht gut. Beim 3D-Stift sollte man schon vielleicht mal die Sachen machen, die schon vorbestimmt sind. Und ja. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich wollte selber rausfinden, wie der funktioniert. Und das habe ich dann in der Tat dann. Nach zwei Modellen bin ich dann, also eher gesagt, das war einmal ein Fail-Versuch vom Auto. Guckt euch mal die Version an, die Version an. Ist das nicht ein Unterschied, Leute? Also es gibt doch dazu einen richtig Unterschied, ne? Zwischen dem Auto, das Auto ist absolut schräg hier. Und das hier, Auto ist halt einfach Real Toxic perfekt. Also was soll man dazu noch sagen? Okay, ja, es gibt Hate mit 3D-Stiften. Es kommt auch je nachdem an, welchen du die kaufst, ne? Rot packen wir jetzt mal zur Seite, weil wir es noch nicht brauchen. Brauchen wir vielleicht gleich. Sieht einfach aus wie ein gepanzertes Auto, ne, Leute? Also, das zeige ich euch nochmal auf der Kamera. Das sieht einfach aus wie gepanzert, so leicht. So ganz, ganz leicht so gepanzert, ne? Sieht einfach so weird aus, ne? Also hier, hier, no. Müssen wir nur noch eine Seite machen, dann ja, haben wir's. Eins wieder eins der schwersten Seiten, die ich überhaupt gar nicht mag. Die bei mir so schräg ist, Leute. Also manchmal kann ich einfach nicht gerade malen, ne? So, da haben wir doch schon mal einen kleinen Erfolg für das Auto. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Leute, wollen wir Spoiler oder nicht? Spoiler, komm. Scheiß drauf. Nein, wir müssen uns was ausdenken, wie wir den Spoiler machen.
Am besten wir machen erstmal. So, heiß. Ach, das ist eine blöde Idee. Mach was so. Jetzt bleibt das nicht wieder haften, ey. Was ist denn das? Das ist voll die Verschwendung. Ich mag das gar nicht, wenn es nicht haften bleibt. Ach, geh ab. So, jetzt werden wir Spider-Man. Spoiler. Aber erstmal. Erstmal so. So. Ja, der Spoiler ist richtig gut geworden. Hier nochmal zur Kenntnis so leicht. Ich zeig ihn euch gleich nochmal, wenn er vielleicht auf ein Auto kommt. Aber erstmal ist er noch warm. Schön kuschi warm. Das ist der kleine Spoiler. Der ist so süß, ne? Der ist so freaking süß, den sieht man kaum. So, der Spoiler passt natürlich drauf. Oh, so wäre natürlich auch ein geiler Spoiler. So, Leute, so wäre auch ein geiler Spoiler. Oder hier oben drauf natürlich. Oben drauf ist er ein bisschen zu hoch. Ja. Okay, dann machen wir es so. Wir machen was am besten. So. Mann! Eigentlich brauche ich jetzt für Hilfe, aber naja. Fuck, das geht nicht. Aha! Eigentlich sollte man ja kein 3D-Schiff hinpacken, ne? Düdüm. Wir brauchen irgendwas, was hält. Mein Gott, Alter. So.
Ja, fuck. Ich kann das nicht. Fuck. So, so, so. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt dran machen soll. Irgendwie muss es ja so klappen. Irgendwie. Au, verbrannt. Wird so einigermaßen kleiner spoilern, es ist so. Wenigstens wir haben einen Spoiler. Leute, Spoiler ist da. So, ich habe hier hinten so festgemacht. Und so. Also es ist ein kleiner Spoiler geworden. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Das war so jetzt geplant einfach. Einfach so planen, ohne irgendwas zu machen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie lange das Video schon geht. Sonst wird es wieder zu lang. Ja. Okay, Leute, damit würde ich erstmal sagen. Hier zeige ich es euch nochmal richtig in der Kamera. Das ist der kleine Spoiler hier. Sieht richtig süß aus mit den Lampen. Und dann so spoilermäßig. Sieht irgendwie cool aus. Aber Leute, wir sind schon wieder zu lange dabei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ja. Lasst ein Like und ein Abo da. Wenn euch dieses Video gefällt hat. Lasst ein Like und ein Abo da. Denn verpasst ihr keine Videos mehr. Und aktiviert die Glocke. Wenn ihr noch ein Video davon wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ciao.